Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten des Sowjets Remastered. Ganz genau, liebe Leute, ich habe jetzt gerade eine neue Aufnahmesession angefangen und wir haben nur noch 3 Missionen bei den Russen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, Getränk steht hier neben mir, Sonntagnachmittag, los geht's, Leute. Ich bin voll motiviert jetzt hier, die letzten 3 Missionen zu machen bei den Russen. Ganz genau, liebe Leute. Und würde ich sagen, kommt keine Cutscene, ne? Stimmt, kommt keine Cutscene. Schade. Egal. Leute. Eine kleine Grenzstadt unterstützt die Sache der Alliierten. Ihre Bewohner sind nun keine Sowjets mehr, sondern Feinde unseres glorreichen Staates. Als unsere Feinde müssen sie vernichtet werden. Führen sie Stalins Tesla-Soldaten ins Feld. Geil. Und lassen Sie diese Leute die eiserne Faust der sowjetischen Armee spüren. Dieser Pöbel wird zweifelsohne die Hilfe der spärlichen alliierten Kräfte in der Gegend suchen. Egal wie viel Unterstützung Sie erhalten, es wird Ihnen nichts nützen. Löschen Sie alle aus, seien Sie unaufhaltsam. Verstärkungen sind okay, Leute. Ja. Ah! Oh, Leute, viele Tesla-Mannequin. Ja, geil. Leute, oh, sehr schön, sehr schön. Sicherung rein. Genau. Und ja, liebe Leute, drittletzte Mission hier mit Tesla Minikin. Jo, Sicherung rein. Und ja, bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir sind ja mittlerweile echt fast mit den Russen durch. Ne, muss man ja ganz offen so sagen. Ja, was macht der Typ da? Ach du! Energie Nummer 1. Da ist ein Bunker, warum? Licht aus. Um Gottes Willen! Oh, das sind. Ja, kann ich eigentlich schon neu starten. Gut, der Start ist neu. Shit. Gut, egal. Gegen Bunker habe ich keine Chance, Leute. Leider, leider nicht. Ja, mache ich jetzt einfach mal Neustart. Kostet ja nicht. Wir waren ja noch nicht weit. Dieser Kackbunker, wirklich. Na ja, gut, egal. Ja, so, rein. Leute. Mach die Sicherung rein und dann gehen wir mal in die Sicherung Richtung rein. Wie groß ist denn die Karte? Die ist schon ordentlich groß, ja. Wir sind unten in der Mitte. Energie Nummer 1. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen. Energie Nummer 1. Ah, hier. Ah, da sind sie. Sicherung rein. Das ist doch schon eine Heilkiste, aber wozu brauche ich eine Heilkiste? Und ja, liebe Leute, Sonntagnachmittag, wie ich eben schon... Sicherung rein, Energie Nummer 1. Scheiße. Sicherung rein. Hier sind natürlich Energie auch nur Anti-Infanterie-Sachen, ne? Energie Nummer 1. Da kommt ein Gummipanzer. Oh. Ja gut, der kann weg. So. Energie Nummer 1. Und, da ist ein Jeep. Da ist ein Jeep. Oh, mach das hier weg. Keine Ahnung, was das ist. Und ja, liebe Leute, Sonntagnachmittag. Freut mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Volle Ladung. Im guten alten Command & Conquer Remastered. Volle Ladung. Und ja, hoffen mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Dass wir vielleicht sogar diese Woche schon die Russen-Kampagne abschließen und dann in die... Ah, schaut mal da. Da sind Bomben, ja. Nein, 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 was zur Hölle? Oh, was geht denn hier ab? Schock. So, da macht die alle platt. Oh, Sprengwagen. Okay. 3 Invasoren. Was? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Burn. Ja, genau. Licht aus. Und zack, zack. Genau, Leute. So, jetzt habe ich 3 Invasoren. Ich würde sagen, das speichere ich mal. Mission 14 Add-on. So. Energie Nummer 1. Bin ich mal gespannt. Also hier ist ja anscheinend Sicherung nur eine Insel oder so, ne? Energie Nummer 1. Was ist hier? Ja, hier ist eine Insel, okay. Sicherung rein. Mannequin, dann ist direkt weg, okay. Der Sprengwagen, der macht mir ein bisschen Angst, ey. Wenn der nämlich in die Luft geht, dann haben wir verloren, Leute. Dann haben wir verloren. Ah, der Raketenwerfer ist, glaube ich, für diesen Bunker da. Guck mal, ob der da drauf feuern kann, da.
Schade, Leute, schade, schade. Sicherung rein. Da. Sicherung so. Rein. Da war dieser Kackbunker von eben. Geil. So. Energie Nummer 1. So. Ja, gut, aber wenn das hier oben ja nur ein. Was? Wo schießt der drauf? What the? Ach du Hacke. Gar nichts gesehen hier. So. Den weg. So. Sicherung rein. Mach die Sicherung rein, Leute. Ihr seid geil. Ihr seid geil. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, machen wir mal weiter. Ganz schön kalt geworden draußen mittlerweile. Es ist echt. Heute ist der 29. November. Und ja, schon übelst kalt geworden. Warum ruckelt das jetzt? Warum ruckelt das jetzt? Nein! Nein! Penner mit deinem Bunker! Krieg ich da noch mehr? Ah, ich krieg noch mehr, geil. Okay. Volle Ladung. Volle Ladung. Aber warum ruckelt? Warum ruckelt das? Mannequin. So. So. Bewacht den Raketenwerfer, Mensch. Krieg ich da immer neue? Und wenn fünf kaputt sind, kriege ich da immer neue? Okay, das ja. Boah, dass das jetzt so ruckelt, ne, Leute. So. Na komm schon. Ich will jetzt nicht die Aufnahme nochmal neu anfangen. Scheiß Avira-Prozess, glaube ich. Aber ja gut, das kriegen wir auch so irgendwie noch hin. Es ruckelt halt ein bisschen gerade. Boah, das ist schon echt übel hier. Sicherung rein. Ha! Direkt platt gemacht, die Mannequin. Das Geruckel, das nervt mich schon. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich mach mal einen kleinen Schnitt hier rein und guck mal, was da ruckelt. Also bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Das war tatsächlich so ein scheiß Avira-Update. Mann, ey. So, aber ich muss doch erstmal gucken, was hier überhaupt ist, oder? Das sieht ja doch nach Basis aus, ja. Extra saftig. Ach, geil. Extra saftig. Schock it, ja. Cool. Leute, ist hier eine kleine Basis? Oh ja, schaut mal, was haben wir denn hier? Ein Krankenhaus. Eine Energie. Was haben wir hier? Ah, da sind die Leute, okay. Wir haben aber kein Geld. Ja, toll. Ich habe keine Invasoren mehr. Der Penner hat die überfahren. Licht aus. Ja, toll. Aber es kann doch eh nicht mehr so viel sein, irgendwie. So. Ah nein, jetzt ist mein. Mein Raketenwerfer ist weg. Toll. Diese Drecksmannequin müssen auch unbedingt auf den Raketenwerfer gehen, ne? So. Na ja, gut. Dann habe ich jetzt noch einen Sprengwagen und. Oh, Schocktrupper. Schocktrupper. Interessant. Warum ist hier noch so viel Karte? Jawohl. Gefällt mir gerade gar nicht, aber gut. Den lasse ich mal da hinten stehen. Wenn er explodiert, haben wir verloren. Das ist so. Oh Mann, Leute. Das kann doch nicht wahr sein hier. Was ist das denn für ein Kack? Raketenwerfer weg. Invasoren weg. Naja. Schauen wir mal, ob wir es auch so schaffen. Ich bin da guter Dinge irgendwie. Wobei die alle angekratzt sind, ne? Also, wenn er jetzt hier in den Bunker kommt, dann haben wir eh, dann habe ich eh verloren. Muss ich nochmal laden von da oben. Aber müssen wir nochmal schauen. So, was ist denn jetzt hier, Leute? Ist jetzt hier noch irgendwas an Gegnern? Energie Nummer 1. Wir sind schon gleich an unten angekommen hier. Starthilfe volle Ladung. Da kommt was. Da kommt was. Ha, warte schön ab. Lass dich schön da reinfahren hier. So, zack. So. Sicherung rein. Energie Nummer 1. Der Schütze ist jetzt natürlich. Wo? Verstärkungen? Ah, oh, Hubschrauber. Geil. Aber wo kommt denn der hin? Der wird da. Der setzt sich da ab. Ah, na
Nice, Leute. Nice, das ist gut, Leute. Noch mehr Tesla Trooper. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist echt geil gerade. Jetzt könnte ich eigentlich mal eine Heilkiste oder sowas gebrauchen. Hier in der Kirche vielleicht? Nee. Licht aus, ja. Burn. Haben wir hier echt nie, keine Heilkiste oder so? Ja, das ist aber blöd. Das ist aber echt blöd. Energie. Oh. Energie Nummer 1. Mach das einfach mal kaputt. Kostet ja nichts. Beziehungsweise schadet ja nicht. Ja, liebe Leute, ja, wie gesagt, also Corona ist hier ein bisschen am Abebben, tatsächlich hier in Köln. Inzidenzwert ist mittlerweile auf 120 gesunken. Und das stimmt mich doch positiv für das kommende Silvesterfest. Ja, mach die platt hier. So, da ist eine Kiste, Leute, da ist eine Kiste. Oh, geil. Geil, Leute, sehr, sehr gut. Energie Nummer 1, volle Ladung. Und ja, wie gesagt, hoffen wir mal, dass wir hier ein vernünftiges Weihnachtsfest und ein vernünftiges Silvesterfest haben können dieses Jahr. Da ist Geld, okay. Energie Nummer 1. Aber was will ich mit Geld? Sicherung rein. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich die Invasoren brauche, um die Mission abzuschließen, ey. Sicherung rein. Bitte nicht, Leute. Oh, der PlayStation Soundtrack. Geil. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Und ja, dann würde ich sagen, ist da oben bestimmt noch ein Dorf oder so, ne? Da ist bestimmt ein Dorf. Ach du! Alter! Ja, der macht mich jetzt... Oh, scheiß Artiller, das kann doch nie wahr sein. Sprengwagen, dann fahr da oben hin. Dann habe ich jetzt wirklich nicht mehr viele Möglichkeiten, um die Mission hier zu schaffen. So. Batz. So. Die scheiß Artillerie da oben ist weg. Schon mal gut. Es ist doch nicht mehr viel jetzt, Mann. Ich hab nur noch 3 Einheiten. Shit. Nein, ich will nicht failen, Leute. Ich will nicht failen, bitte nicht. Bitte nicht, Leute. Kommt der da mit einer Artillerie an, ey? Ich fasse es doch nicht. Das fasst man doch nicht. Wir sind doch fast durch, Mensch. Was gibt's denn da noch? Sicherung rein. Eine Basis, das wär's ja. Das wär's ja, wenn da noch eine Basis Sicherung ist, ey. Sicherung. Nein! Nummer 1. Genug Saft drauf. Ja, toll. Volle Scheiße. Da ist ein Bunker. Ja, toll. Shit. Ah, verdammt. Scheiße. Scheiße. Da sind noch Bunker, Leute. Also auf jeden Fall muss ich auf den Raketenwerfer aufpassen. Okay, ich verstehe schon. Einfach mit dem Männchen vorrennen. Einsatz geladen. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1, ja. Baby Burn. So. Energie Nummer stimmt, ne? Den Raketenwerfer beschützen und dann irgendwie noch die, die Invasoren hier einsetzen. Aber Sicherung Energie Nummer 1. Raketenwerfer, du gehst mal bitte nach vorne. Da steht nämlich irgendwo dieser Bunker da, ne? Moment. Wo steht der? Da steht der Penner. So. Dann platt machen. So, sehr schön, Leute. Der Raketenwerfer, auf den muss ich achten, Leute, weil der kann die Bunker, die kann der mit einem Schuss platt machen. Das ist echt viel wert hier. Und diese Artillerien da, wobei diese Artillerien, die können wir ja mit dem Sprengwagen platt machen da. Sicherung rein. Genau, Leute. Ah! Nächste Drecksbunker. Verdammt nochmal. So. Ich dachte, hier wäre nur einer, aber hier sind zwei gewesen. Krass, Leute. Da sind zwei gewesen. Oh Mann. Sicherung rein. Gegen die Bunker können wir logischerweise nichts machen. Lass den Raketenwerfer! Alter Penner, ey. Kann ich nochmal laden? Ja, du kannst mir so viel Verstärkung geben, wie du willst. Ich brauche diesen Raketenwerfer. Penner, ey. Dieses eine Mannequin. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl echt jetzt nicht wahr.
Einsatz geladen. Okay, so. Sicherung rein. Burn, Baby, burn. Burn, genau. So, mach diese Minikin platt. Sicherung rein. So. Ah, Dio. Diese geile Mucke. Dio. So. Da ist dieser Drecksbunker. So, platt machen. So. Okay, Leute, gut. Ja, da kommt jetzt gleich ein Raketen-Minikin. Oh Mann, Leute. Und ja, da ist dieses Raketen-Minikin. Genau, hier, zack, genau. Der Raketenwerfer, der kann gleich... Wir können doch in den Schatten schießen, oder? So, genau. Zack. Und ihr macht hier den... Genau. Genau, Leute. So, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Mission 14 Add-on. Bevor wir das jetzt hier immer wiederholen müssen. Quasi im... Ja. So. Sicherung rein. Macht die Sicherung rein, Leute. So, zack. Weg damit. Dieser Raketenwerfer, den brauche ich einfach, Leute. So, genau. Zack, zack. Sicherung rein. So. Einfach die wenigen platt machen da, los. Volle Ladung. Die Frage ist halt, wofür brauche ich die irgendwas suchen? Ne? Brauche ich die, um mir hier ein Gebäude zu erobern? Ich weiß es nicht, Leute. Oh, so. Das da, was bringt das, wenn ich das erobere? Extra saftig, ja. Lass den Raketenwerfer in Ruhe. Der hat's voll auf den Raketenwerfer abgesehen, ey. Nein! Gummipanzer. Ja, toll. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ach, verdammt. Na gut, egal. Was zur... Toll. Invasor, ey. Toller Invasor. Verdammt. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll, ne, mit dem... Ich habe ja kein Geld. Ich habe ja kein Geld, Leute. Und mach die Sachen halt kaputt. So. Zack, zack, zack. Zack, genau, so, zack. So, der Raketenwerfer ist wieder fast im Arsch. Aber, schon mal gut, das können wir schon mal speichern. Shit, man, noch 8 Minuten in der Folge. Ja, bisschen komisch ganz das Ganze, wenn da oben jetzt Silos sind, ne? Radar. Ja gut, okay. Das Radar brauchen wir nicht. Wir haben Verstärkung gekriegt, aber wo denn? Hier. Ah, okay. Sehr schön, Leute. Ja, komm. Noch mehr Tesla Trooper. Nice. Noch mehr? Geil. Cool, Leute. Noch mehr Tesla Trooper hier. Und ihr wisst ja, ich liebe Tesla Einheiten. Ach, die sind einfach herrlich. Einfach so bzzz und weg mit dem Scheiß. Genau, liebe Leute. Mit der geilen Mucke noch dabei. Ja. Die Invasoren sind jetzt halt wieder weg. Keine Ahnung, ob ich die noch brauche. Oh, Sicherung. Mach die Sicherung einfach rein. Ist das denn so schwer? So. Jo. Ja, machen einfach mal weiter. So. Außen ist auch gleich schon wieder dunkel. Es ist gerade irgendwie 3:15 und ja. Keine Ahnung, wird schon dunkel. Ist irgendwie. So, verarbeitet immer so Kacke bei mir im Moment, Leute. Ich mach Feierabend und dann ist es dunkel. Das ist irgendwie... So, lass die kommen. Lass die kommen. Oh, zack. Direkt weg mit dem Scheiß. Ach du Scheiße. Du musst unbedingt auf den aufpassen, ey. Zerstören sie die Stadt, töten sie alles, ja. Okay, sehr gut. Okay, sehr schön. Hallo? Ihr sollt da draufballern. So, Leute.
dann. Extra saftig. Das ist so geil. Gut, zack. Weg damit. Hier war doch irgendwo die Heilkiste, oder? Extra saftig. Ich brauche die Heilkiste für den Raketenwerfer, Mann. So. Das ist aber eine coole Mission, muss ich sagen. Das ist eine echt coole Mission. Weil wir hier endlich mal Mannequin kriegen. Mit denen wir auch was anfangen können hier. So. Das war ja das Fass. Ne? So, Leute. Dann. Wo war denn die Heilkiste? Ich brauche die Heilkiste. Ich brauche diese Heilkiste, Leute. Ja, das war doch hier. War das nicht hier? Wartet mal. War das nicht hier? Doch hier drin. Da ist sie. Ach, genau. So, voller Raketenwerfer, Leute. So, dann würde ich sagen, nehme ich mir gleich den Sprengwagen und fahre da oben in die Artillerie rein. Genau. So, nochmal speichern vorher, bevor das in die Hose geht. So. Alles klar, liebe Leute, dann. So, da war die doch irgendwo. Sprengwagen, fahren wir hier rein, bitte. Unbedingt die Artillerien platt machen. Da. Und tschüss. Sehr gut gelungen, Leute. Sehr, sehr schön. Alles klar. Nice. So, perfekt. Dann speichern. Mission 14, Add-on, ja. Ja. Die sind so cool. Okay, der Bunker. Sehr schön, Leute. So, der erste Bunker ist schon mal weg. Gut, dann fahren wir bitte nach da oben und, ja, dann. Ich finde das blöd, dass sie erst schießen, wenn die Bunker sichtbar werden, weil dann verliert man doch zwangsläufig irgendwelche Einheiten. Warum ist da noch eine Basis? Was kommt da? Da kommt irgendwas. So, wo sind denn die Bunker, Leute? Da ist einer. So, perfekt. Raketenwerfer anvisiert. Tschüss. Sehr gut. Wir kriegen weitere Unterstützung hier. Oh, Tesla Panzer. Und zack. Oh, geil, Leute. Geil, geil, geil. So. Zwei Bomber. Oh, Tesla Panzer. Oh, richtig gut. Richtig gut. Und der Raketenwerfer. Lass den Raketenwerfer. So. How shocking. Oh, Raketen-U-Boote. Oh mein Gott. Geil. Ja, das Ding, das haben wir eigentlich schon gewonnen. Ist doch nicht mehr viel hier. Da ist doch echt nicht mehr viel jetzt hier. Das ist doch schon fast durch. Ja, geil. Dann passt, dann schaffen wir das auch noch in dieser Folge. Sehr schön. So, extra saftig hier. So. Und mach das Licht aus bei denen hier. So, zack. Da brauchen wir auch keine Invasoren oder so. Die müssen einfach nur alles platt machen hier. Ihr könnt da drauf ballern. So. Und zack und das war's schon. Mehr ist es nicht. So, der Sammler. Moment, nochmal kurz speichern. Mission 14. Das war ja echt easy. Am Ende. Das war am Ende noch echt easy. Okay, Leute, cool. Zack, die Russen. Ja, Mann. Das war eine coole Mission. Auch wenn ich da das ein oder andere Mal gefailt habe. Aber hat geklappt, Leute. So. Wir haben einiges platt gemacht. Wir haben eine neue Bonusgalerie. In Spanien war das. Okay, ich verstehe, Leute. Ja, dann haben wir in der nächsten Folge schon die vorletzte Mission. Oh mein Gott. Nein, aber bitte keinen Spoiler. Viele U-Boote, das finde ich schon mal gut. Okay, Leute. Bonusgalerie noch kurz hier. Mike, Porträt eines kostümierten Soldaten. Aha.
Mike Grayford, verkleidet als alliierter Soldat bei für Alarmstufe Rot. Mike war Programmierer und wurde zu diesem Bild überredet. Ja, klar. Sieht auf jeden Fall cool aus. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der vorletzten Mission der Sowjets. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.